Gärtner, hallo? Wer ist da bitte? Wir hatten hier an einer Online-Umfrage teilgenommen. Ich glaube, wir hatten auch schon mal mit einem Kollegen von uns telefoniert und wir wollten einmal mit ihm Preise vergleichen, ob sich das Ganze lohnt für Sie, wenn Sie zu uns wechseln. Und im besten Fall gibt es eine Prämie von uns obendrauf. Kühlschrank, Waschmaschine, Fernseher, Handy, Tablet, eben. Ja, können Sie bitte ein bisschen langsamer sprechen? Ich kann nicht mehr so gut hören. Das wäre sehr freundlich. Natürlich. Ja. Wir hatten hier an einer Umfrage teilgenommen und hatten sich für die Prämien aus unserem Haus interessiert. Und ich glaube, Sie hatten auch schon mit einem Kollegen telefoniert. Das kann sein. Mich rufen täglich mehrfach Menschen an. Und ich bin jetzt ja auch eine Woche nicht mehr da gewesen. Ja. Und wir wollten da einmal mit Ihnen Preise vergleichen, Herr Gerd. Ja. Ob das denn lohnt, wenn Sie zu uns wechseln mit Strom? Und im besten Fall bekommt man eine Prämie. Zum Beispiel Handy, Fernseher, Tablet oder eine Waschmaschine oder einen Kühlschrank, je nachdem, was Ihnen da gefällt. Das klingt ja großartig. Das ist ja wie damals beim Goldrausch 1839. Haben Sie da vielleicht mal von gelesen? Das war ja so die Aufbruchsstimmung. Ah, doch. Das hat, mein Opa hat mir das letztens erzählt. Ja, ist er da auch dabei gewesen? Ich weiß nicht, ob er dabei war. Er hat nur davon erzählt. Ach so. Ich hab mich nicht gefragt. Jetzt hätte ja sein können, dass Sie da in dem Zusammenhang da gleich mal nachgehört haben, nicht wahr? Natürlich hätte das sein können. Wie bitte? Das hätte sein können, da haben Sie recht. Ja, manchmal habe ich recht. Es kommt nicht mehr so oft vor, dieser Tage. Heute haben Sie recht. Wie bitte? Was bezahlen Sie denn derzeit im Monat für Strom, Herr Gärtner? Oft, das weiß ich gar nicht aus dem Kopf, muss ich ja zugeben. Wollen Sie einmal Ihre Unterlagen raussuchen, Herr Gärtner? Dann können wir einmal vergleichen. Da was bitte? Das was bitte? Wollen Sie einmal Ihre Unterlagen raussuchen, Herr Gärtner? Dann können wir einmal vergleichen. Was soll ich denn da holen? Eine Abrechnung vielleicht, wo drauf steht, was Sie am Monat bezahlen. Ja. Ich nehme Sie mal mit, nicht wahr? Natürlich. Ja, von wo aus rufen Sie denn an? Von Hamburg, Herr Gärtner. Ist ja gutes Wetter. Ja, natürlich. Husum ist doch gar nicht so weit. Ja, das muss ja nichts heißen, nicht wahr? Ist bei Ihnen schlechtes Wetter? Ne, man sagt ja Hamburger Wetter, nicht umsonst, ne? Da kann man ja mal nachhören, nicht, dass die da von der Sturmflut bedroht werden. Nee, im Moment nicht. Da, meinen Sie, das kann sich noch ändern? Also es sieht nicht so aus, es ist ein strahlend blauer Himmel hier draußen. Dann bin ich ja beruhigt, weil ich hab da ja, sag ich mal, immer die Sorge um meine Mitmenschen. So, jetzt, was sollte ich jetzt nochmal machen? Abrechnung brauchen wir einfach. Ja, ich erinnere mich sanft daran. Haben Sie nur Strom oder auch Gas, Herr Gärtner? Ein was, bitte? Haben Sie nur Strom oder auch Gas? Der Herd, der geht mit Gas, nicht wahr? Bezahlen Sie das auch, Gas, oder läuft das über Warmmiete? Ja, ich bekomme das leider nicht gesenkt. Das wäre ja, sag ich mal, eine große Erleichterung, nicht wahr? Aber es muss ja alles bezahlt werden. Jetzt hat sich das Aufgabensoll gerade verdoppelt. So habe ich mich das letzte Mal auf der Universität gefühlt. Da wollen wir doch mal nachschauen. Ja. Lassen Sie sich Zeit, Herr Gärtner. Ich werde nach Stunden bezahlt. Dann was bitte? Ich sagte, lassen Sie sich Zeit. Ich werde noch Stunden bezahlt, Herr Gärtner. Ja, und was kostet mich da eine Stunde mit Ihnen? Sie kostet das gar nicht, mein Chef kostet das. Wie meinen Sie das? Alles gut, Herr Gärtner. Wir brauchen nur einmal von Strom und Gas, bitte. Ja, ich bin schon fleißig an Suchen. Ich hab ja sonst nichts zu tun. Es ist leider sehr eintönig hier. Soll ich einfach mal das Letzte raussuchen? Strom und Gas einmal. Ja, ich bin ja schon dabei. Das ist von
Ist schon wieder so ein GEZ-Brief gekommen. Kennen Sie das Problem? Ja, GEZ. Aber mit GEZ haben wir ja gar nichts zu tun gerade, Herr Gärtner. Ja, ist mir nur gerade eingefallen, weil ich das x-te Drohschreiben bekommen habe. Mir gehen, die schicken einen ja immer so einen Rückumschlag mit. Mir gehen langsam die Ideen aus, was man da Unschönes reinlegen könnte. Haben Sie da vielleicht einen Vorschlag? Weil ich habe jetzt schon, sag ich mal, Kugelschreiberminen, so eine Feder von meinem Vogel habe ich mal reingelegt. Und ich würde ja gern mal Wurst oder Käse nehmen, aber ich fürchte, das kommt gar nicht an bei denen. Bestimmt. Haben Sie da so eine fiese Idee oder eine Idee, was man da draufschreiben könnte? Ich bin ja scheinbar nicht kreativ genug, um diese diabolische Tat auch umzusetzen, im Prinzip. Leider nicht, Herr Gärtner, leider nicht. Vielleicht kommen... Sie weigern sich. Wieso das denn? Ich guck kein Fernsehen. Ich weigere mich, das zu bezahlen. Ach so, ich dachte, Sie weigern sich, mir da zu helfen. Also Sie bezahlen das auch nicht. Nein. Und kommen Sie da denn zurecht mit? Ja, das funktioniert. Also sag ich mal, da sind da... Das aufhören. Wie bitte? Ich kann Sie gerade ganz schlecht verstehen. Man kann da ja online was ausfüllen und da kann man dann sich davon befreien lassen. Wirklich? Ich habe das nicht finden können. Irgendwo kann man das mal, ich weiß auch nicht mehr, wie es ist. Also ich habe das auch nicht selber gemacht. Das hat damals ein Freund von mir gemacht, weil ich wusste das natürlich auch nicht. Ja. Das ist alles für mich gemacht. Und da haben Sie da... Und da ist ja, sag ich, auch keine Post mehr von denen gekommen. Bis jetzt nicht, nein. Dann müsste man sich ja mal informieren, weil ich habe jetzt gerade die Tage, sag ich ja, mich da versucht mal reinzulesen. Weil die haben jetzt schon... Die machen ihre Drohungen ja auch nicht wahr. Ich habe schon die vierte letzte Mahnung bekommen. Das wird wahrscheinlich noch ganz lange so weitergehen. Ja, mal gucken, wie viel da noch kommt. Ich meine, was wollen die im alten Maulwurf wie mir denn noch anhaben? Ein Maulwurf, nicht gut. Gerne, finde ich gut. Ja, warum nicht? Ich scheue das Sonnenlicht und am liebsten habe ich dunkle Orte, nicht wahr? Was soll man sonst auch machen, groß hier? Hallo? Haben Sie schon was gefunden für Strom und Gas, Herr Gärtner? Ja, schon seit längerem. Wir waren ja gerade, sag ich mal, mit der GEZ, zugange. Sie müssen mich aber da unbedingt mal informieren, wo man sich da befreien lassen kann. Weil ich will mir diesen Schwachsinn ja auch nicht antun, den die da anbieten. Hey, online, Herr Gärtner, irgendwo online. Muss mal jemand für sich schauen. Ich hab das auch nicht selber gemacht. Irgendwo auf der Internetseite von GEZ. Ja, bei denen selber. Ja, irgendwo da. Aha. Und wie lange ist das her? 2 Jahre. Und dann nie wieder Probleme bekommen? Da ist mein Kampf ja vielleicht vergebens gewesen, die da, sag ich mal, mit gebrauchten Brillenputztüchern zu beschicken. Oder Sie, vielleicht finden Sie ja die Seite. Vielleicht, oder jemand, Sie meinen, am Computer meinen Sie, da müssten wir mal nachschauen. Weil nicht, dass die mir irgendwann mal auf die Schliche kommen. Aber da ist ja immer so ein Rückumschlag dabei. Und ich hab gedacht, wenn die mir schon so auf die Nerven gehen, das Spiel kann ich auch. Ich hab mehr Zeit als die. Und der eine oder andere von hier, sag ich, die finden das, die fragen schon immer, ist da mal wieder was gekommen? Und dann sag ich, ich bin noch nicht an der Poststelle gewesen, weil da muss man das ja erstmal holen, bevor man da weiß, ob man was gekriegt hat, nicht wahr? Und dann kann man da ja, ich hab ja schon an ein bisschen vulgärere Sachen gedacht, aber das wollte ich denen dann doch nicht an. So, sie machen ja auch nur ihren Job, ne? Ja, und ich verteidige mich ja nur. Muss ja, der Maulwurfhügel darf ja nicht angegriffen werden. Da haben Sie recht, Herr Gärtner. Ich hab ja schon, sag ich mal, da schon eine diverse Bilderkollektion gemacht, was ich denen da geschickt habe. Und ich dachte jetzt schon, als kann das ja nicht unter Realnamen dann da, sag ich mal, veröffentlichen. Was halten Sie denn von den Künstlernamen Herr Maulwurf? Finde ich gut. Meinen Sie, das passt zu mir? Wenn Sie sagen,
Dann denke ich, das passt. Brauche ich nur noch jemanden, der mir da so ein Titelbild zeichnet. Sie können sowas nicht zufällig. Nein, leider gar nicht. Ich bin total unbegabt. Ich kann nicht mal einen Kreis malen. Ja, das bekomme ich gerade noch hin, aber ich hab. Bei mir sind ja im Prinzip 3 Ehen in die Brüche gegangen, weil ich ja nicht mal so ein Herzchen malen konnte. Und wenn, dann war das zerbrochen. Das ist eine tragische Geschichte. Aber da haben Sie wahrscheinlich jetzt nicht die Zeit für, sonst kann ich Ihnen das gerne erzählen. Leider nicht. Ich würde sehr gerne, Herr Gärtner, aber mein Chef hängt mir schon im Nacken. Ja, warum denn? Wir dürfen nicht so lange telefonieren. Sie rufen die Leute an, aber dürfen eigentlich gar nicht telefonieren. Doch, das schon. Nur soll es halt ein Verkaufsgespräch bleiben, ne? Weil ich werde ja abgehört. Also nur ich, Sie nicht. Wie meinen Sie das? Mein Chef kann hören, was ich sage. Ja, wenn der hinter Ihnen steht, ist das ja auch nicht ungewöhnlich. Aber was ist denn da das Problem bei ihm? Machen Sie das nicht zu seiner Zufriedenheit? Doch, bestimmt. Ja, dann ist ja alles in Ordnung. Dann bin ich ja beruhigt, nicht wahr? Nicht, dass ich da, sag ich mal, so ein Streitgespräch mitbekomme. Nein, Quatsch. So, Herr Gärtner. Ja? Bräuchten wir aber einmal die Abschläge für Strom und Gas. Das was, bitte? Abschläge für Strom und Gas. Weiß ich jetzt nicht, was Sie meinen. Wir wollten ja einmal vergleichen, Strom und Gas. Ja, das ist richtig. Da kann ich mich dran erinnern. Aber was meinen Sie mit Abschlägen? Was Sie monatlich bezahlen. Ach so, ja, das ist um und bei 75 Euro. Für Strom oder für beides zusammen? Naja, für den Strom, nicht wahr? Und für Gas? Das belief sich so um die 43 im Prinzip. Also nicht 1900, sondern den Betrag 43. Alles klar. Wie viele Personen wohnen denn bei Ihnen im Haushalt? Und da sag ich mal, da sind ja diverse, aber mein Zimmer teile ich halt nicht wahr? Sonst würde ich sagen, wir haben da so 60 Personen. Und dann halt die Betreuer, nicht wahr? Okay. Aber da sind ja nicht immer gleich viele anwesend. Das ist ja auch so eine Frage der Tageszeit im Prinzip. Hallo? Oh nein, das ist die gleiche, die schon mit dem betrunkenen Dimitri gesprochen hat.